Anleihen gehören auf jeden Fall in ein ausgewogenes Multi-Asset-Portfolio. Sie haben zwar im ersten Halbjahr an Wert verloren, haben als Stabilisator nicht so fungiert. Mittlerweile sind die Zinsen aber deutlich höher. Und auch im Bereich der Obligationen, der Rentenpapiere gibt es interessante Alternativen, zum Beispiel Schwellenländer. Auf jeden Fall. Anleihen haben nicht nur eine Berechtigung, sondern sind wieder deutlich attraktiver geworden. Was man wissen muss, ist, dieses Jahr, das Jahr 2022, ist wirklich ein historisches Jahr, weil sie sowohl bei Anleihen wie bei Aktien zweistellige Kursverluste haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich das aber wiederholt, ist äußerst gering. In dem Sinne ist es wirklich historisch. Und sie haben mittlerweile relativ attraktive Renditeniveaus. Und insofern spielen Anleihen aus meiner Sicht sogar in der Zukunft eine größere Rolle, möglicherweise eine deutlich größere Rolle als in den letzten Jahren. Wir haben Hochzinsanleihen, die teilweise Renditeniveaus von fast 10% erreicht haben, gleichermaßen Emerging Markets Anleihen und auch Unternehmensanleihen, die zwischen 4% und 6% rentieren am aktuellen Rand. Und insofern sind das attraktive Segmente neben Staatsanleihen, die auch gerade im kurzfristigen Bereich schon sehr attraktiv geworden sind. Ja, die Frage ist in der Tat berechtigt, weil natürlich zuletzt die Korrelation zwischen Aktien und Anleihen oftmals positiv waren. Es gab Tage, dass das komplett parallel gelaufen. Da denkt man sich, was ist da los? Das war eigentlich nicht so geplant. Aber irgendwann wird sich das wieder normalisieren. Es kommen wieder Zeiten, wo die Korrelationen auch wieder gegen Null gehen oder negativ werden. Das ist, denke ich, absehbar. Und dann braucht man auch wieder Anleihen. Und vielleicht nicht Anleihen mit einer langen Laufzeit, weil wir denken, der Zinserhöhungszyklus ist noch nicht zu Ende. Der dauert wahrscheinlich länger, als viele sich das vorstellen können. Aber Anleihen mit kurzer oder kürzerer Restlaufzeit, also Duration unter der Benchmark, das wieder beizumischen, aufzubauen, das ist vollkommen legitim. Und ich denke auch unter Risikodiversifikationsaspekten vollkommen richtig, das zu machen. Well, we've seen recently a shift in the bond-equity correlation. In the past, when you've seen those shifts, they've often persisted for several decades, not just for a year or two. Now, I think it's too early to be sure that's what's happening now, but we think there's a good chance that that's happening. And the reason being that policymakers are probably going to shift from being so focused on inflation to perhaps put more weight on growth rather than just inflation. If that is the case, then bonds probably need to be discarded or at least being given a more limited role in people's portfolios. And you have to find new strategies that offer protection for equities. Wir glauben momentan, dass man Anleihen deutlich untergewichten muss und zusätzlich die Duration sehr, sehr kurz halten muss. Warum? Wir haben momentan eine Phase, wo die Inflation sehr stark wächst. Wir waren schon vor der Krieg ausgebrochen, ist in Europa bei 5% Inflation, in den USA bei 7% Ende des Jahres. Dann kam der Krieg dazu und erst dann haben die Notenbanken angefangen, die Zinsen zu erhöhen. Wir glauben, dass dieser Zinserhöhungszyklus noch weitergeht, noch viel stärker sein wird, als die Märkte momentan erwarten. Und deswegen sagen wir sehr klar, kurze Duration im Portfolio. Tatsächlich würde ich sogar sagen, Sie haben wieder eine Berechtigung. Lange Zeit, muss ich ja sagen, haben wir negative Zinsen gehabt oder sehr niedrige Zinsen gehabt. Jetzt inzwischen muss man feststellen, wir haben auskömmliche Zinsen Richtung 4%, was die USA Langjährige betrifft. Wir sind bei 2% für deutsche 10-jährige Anleihen. Nicht-Kernländer in Europa sogar etwas mehr. Sie kriegen wieder einen Preis fürs Geld. Sie kriegen eine Verzinsung, einen Carry. Also insofern durchaus die Option. Und vor allen Dingen auf der anderen Seite auch sind die Aktienmärkte etwas länger hinter den Rentenmärkten hinterher. Also auch da sehen wir durchaus Chancen, ja. Also insofern auf jeden Fall eine Berechtigung.